Trotz Anreisechaos und verzögerten Spielbeginns beste Stimmung im Ludwigsparkstadion beim Südwestduell zwischen Saarbrücken und Mannheim. Es geht darum, oben dran zu bleiben im Aufstiegsrennen. Für beide Teams gilt: Verlieren verboten. Mannheim in den weißen Trikots, Eckball Schnatterer, knappe 10 Minuten gespielt. Das ist kein Problem für Daniel Batz und der macht das Spiel schnell. Aber auch Timo Königsmann im Waldhof-Tor ist von Beginn an hellwach. Munterer Beginn von beiden Teams. Na klar, es ist ein richtungsweisendes Spiel im Saisonendspurt. Der erste FC Saarbrücken mit einer Veränderung in der Startelf im Vergleich zum 1:1 bei 1860 München. Zellner spielt für Scheu. Dann Jesper Verlaat, genau auf den Fuß von Ernst. Königsmann ist wieder da. Gute Chance für Saarbrücken, guter Abschluss von Ernst nach der unglücklichen Kopfballabwehr von Verlaat. Es ist eine offene Anfangsphase, jetzt wieder die Gäste. Niklas Sommer für den angeschlagenen Le Beau in der Startformation. Der Franzose sitzt auf der Bank, das ist Joseph Boyamba und der sieht am zweiten Pfosten den Kollegen Kostli. Schwierig, den mit Druck in Richtung Tor zu bringen. Marcel Kostli, eigentlich auf der rechten Außenbahn festgetackert, schleicht sich mal von links an. Dann die 20. Minute. Die Saarländer stehen nun etwas höher. Rousseau verfolgt von Gnase. Rousseau muss abdrehen und der Pass ist zu kurz. Königsmann gegen Günther Schmidt. Schiedsrichter Dingert gibt Strafstoß für Saarbrücken. Der Unparteiische legt sich schnell fest. Genauso schnell kommen die Proteste der Mannheimer. Eine Schwalbe soll es gewesen sein. Wir schauen hin. Erst der Rückpass von Rousseau, zu kurz. Dann wirkt es so, als ob Königsmann Günther Schmidt abräumt. Klar, Königsmann kommt riskant raus, aber in meinen Augen hebt Günther Schmidt schon vorher ab und nimmt das Angebot des grätschenden Keepers gerne an. Christian Dingert, vergangene Woche im Fokus, beim Wechselfehler des FC Bayern in Freiburg. Heute schon wieder, mit so einer kniffligen Entscheidung. Patrick Löckner nimmt es schweigend zur Kenntnis. Julian Günther Schmidt hat den Elfer rausgeholt und tritt selbst an. Günther Schmidt tänzelt das Ding daneben. Ja, gibt's das denn? Damit erübrigen sich auch alle Elfmeter-Ja-Nein-Diskussionen. Die Entscheidung bleibt ohne Auswirkung. Saarbrücken ist aber nun richtig gut drin im Spiel. Dominik Ernst. Wieder auf der Suche nach Julian Günther Schmidt. Der 27-Jährige immer mittendrin, wenn es gefährlich wird. Eine halbe Stunde ist rum. Mannheim kann sich kaum in gute Abschlusssituationen kombinieren. Die Gastgeber mit Kretschmer auf, na wen schon, Günther Schmidt gegen Segert, gegen Rousseau, gegen den Pfosten. Nächste Chance für Saarbrücken, allerdings aus sehr spitzem Winkel. Königsmann wäre da gewesen. 0:0 zur Pause. Patrick Löckners Team muss mehr in der Offensive tun im Hochrisikospiel im Ludwigsparkstadion. Die Polizei hat bislang wenig zu tun, alles im Rahmen. Doch kurz vor Beginn der zweiten Hälfte wird es dunkel im Mannheimer Block. Für mich immer wieder ein Rätsel, wie die Fans so viel Rauchmaterial ins Stadion bekommen, gerade bei einem Hochrisikospiel. Auch der Anpfiff der zweiten Hälfte verzögert sich. Dann zählt Schiedsrichter Dingert nochmal durch. Keine schlechte Idee nach der Erfahrung aus Freiburg vergangene Woche. Die zweite Hälfte. Mannheim muss mehr tun fürs Angriffsspiel. Ein Unentschieden ist zu wenig, um wirklich oben dran zu bleiben. Marc Schnatterer ist in der Kabine geblieben für ihn. Anton Donkor neu in der Partie. Saarbrücken hier gut beschäftigt. Joseph Boyamba Batz ist da. Der SV Waldhof setzt nach. Pascal Sohm nimmt Kostli mit. Und Verlaat kann den Ball nicht richtig drücken. Das ist die bislang beste Chance für die Kurpfälzer. Da sind schon 49 Minuten gespielt. Erst Boyamba, dann das gute Nachsetzen von Sohm. Und am Ende vergibt Verlaat die Möglichkeit. Ansonsten hat weiterhin der erste FC Saarbrücken von Trainer Uwe Koschinat mehr vom Spiel, wenn auch nicht so dominant wie in der ersten Hälfte. Jetzt wieder die Saarländer. Jennecke. Pius Kretschmer, die flachen Wege sind zu. Dann geht's eben durch die Luft. Kretschmer, Jakob auf Günther Schmidt. Es ist nicht der Tag des Stürmers. Er arbeitet viel, bekommt seine Chancen, kann diese bis jetzt nur nicht nutzen.
20 Minuten vor dem Ende, Doppelwechsel beim SV Waldhof. Sohm und Russo gehen vom Feld. Es kommen Fridolin Wagner und Adrien Lebeau, der Torschütze von vergangener Woche beim 1:1 in Zwickau. Für beide Mannschaften ist ein Remis zu wenig. Nur wer dieses Verfolgerduell gewinnt, hat noch Aktien an der Aufstiegsbörse. Jakob auf Ernst! Diese Szene ein guter Beleg für diese chancenarme Phase im Spiel. Die Ideen sind da, die Umsetzung ist nicht optimal, so wie beim Pass von Jakob auf Ernst. Bei den Gastgebern ist mittlerweile Guras für Günther Schmidt in der Partie und der neue Mann wird gleich ins Spiel eingebunden. Minos Guras. Königsmann weiter aufmerksam. Da ist der Weg zum Mitspieler zu, das Resultat Halbschuss, Halbflanke. Es ist kein hochklassiges Spiel, intensiv ist es allemal. Minos Guras wechselt im Sommer nach Regensburg und liefert sich nochmal einen kleinen Fight mit Jesper Verlaat, der nach dieser Aktion zu Recht von Schiedsrichter Dingert die gelbe Karte sieht. Da helfen auch warme Worte nix. Die Zeitlupe sagt mehr als 1000 Worte. Patrick Glöckner, was geht noch für seine Jungs in diesem umkämpften Südwestduell? Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen, beide Mannschaften haben sich in vielen Zweikämpfen aufgerieben. Guras ist noch frisch, Segert dazwischen, neuer Anlauf von Guras und wieder heißt die Endstation. Marcel Segert, kein Foul, sagt Schiedsrichter Dingert. Mannheim mit dem Versuch, sich zu befreien, der scheitert aber. Saarbrücken am Drücker, Robin Scheu und dann Geschrei. Handspiel oder nicht, die Proteste sind zwar laut, aber doch sehr kurz, auch von Robin Scheu. Das ist nie und nimmer ein Strafstoß. Rossipal dreht sich weg, die Hände sind am Körper. Völlig richtig, hier weiterspielen zu lassen. Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft und Mannheim will nochmal. Der Ball kommt durch zu Donkor und dessen Pass findet Kota. Batz mit super Reaktion. Eine Wahnsinnsszene, Sekunden vor dem Schlusspfiff. Böder flutscht der Ball über den Schlappen und so ergibt sich die Riesenmöglichkeit zum späten Siegtreffer für Dominik Kota. Daniel Batz fährt die Pranke aus und sichert das 0-0. Dabei bleibt es, aber auf dem Platz gibt's noch eine Menge zu klären. Da wird gemotzt, geschubst, gebrüllt nach einem intensiven Südwestduell in Saarbrücken. Ich finde, wir waren einfach die klar bessere Mannschaft. Und dementsprechend schmerzt es halt schon sehr, jetzt direkt so nach dem Spiel den Elfmeter nicht gemacht zu haben. Ja, das tut mir leid, aber ich kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Und jetzt versuchen wir einfach, die Leistung noch ein bisschen mehr rauszuhauen, dass wir dann nächste Woche gegen Lautern 3 Punkte mitnehmen. War auf Augenhöhe für einen neutralen Zuschauer vielleicht jetzt nicht das schönste Derby, weil wenig Torchancen, wenig Gelegenheiten in und um den 16er. Im Grunde genommen, ja, geht das 0-0, glaube ich, in Ordnung. Wir hatten genug Chancen noch, wir haben trotzdem gut verteidigt, hatten unsere Möglichkeiten. Vielleicht nicht ganz so, wie wir es sonst gewohnt sind von uns, aber alles in allem, ja, es ist okay heute. Keine Tore zwischen dem 1. FC Saarbrücken und SV Waldhof Mannheim. Die Konkurrenz im Aufstiegsrennen wird's freuen.